Bei mir habe ich jetzt Marie Wegener. Herzlich willkommen und herzliche Gratulation, DSDS-Gewinnerin von diesem Jahr. Hallo und vielen Dank dafür, ja. Es war eine aufregende Zeit wahrscheinlich, die DSDS-Zeit. Ja, absolut. Also was ich da erlebt habe, das ist einfach unglaublich. Die Erfahrung, die man da sammeln konnte, die wird man nie wieder sammeln können. Und das macht einen reifer, jetzt gerade für das Business. Das ist ein hartes Business, wo man jetzt hier wirklich reingeworfen wird. Und dafür ist das eigentlich eine gute Basis einfach. Jetzt bist du, wie du gesagt hast, eigentlich reingeworfen worden. Jetzt fängt die richtige Arbeit eigentlich erst an, oder? Natürlich, also man sieht nicht hinter den Kulissen, wie es bei DSS abgeht. Also man ist da wirklich 24/7, sieben Tage die Woche. Jetzt musste man immer on point sein, das ist ganz klar. Aber jetzt ist es natürlich nochmal was anderes. Du musst immer präsent sein und trotzdem professionell sein. Und ich lerne jetzt hier einfach wirklich super gut, hier reinzufinden einfach in das Business, ja. Jetzt hast du in der kürzesten Zeit wahrscheinlich das Album aufgenommen. Das war wahrscheinlich ja nicht so schnell geplant ursprünglich. Nee, also nach meinem Sieg dachte ich erstmal, es geht ein bisschen entspannter los. Ich habe mir direkt die Videoaufnahme gehabt für meinen Song Königlich. Und ein paar Tage später ging es direkt los zur Albumaufnahme nach Hamburg zum Dieter. Und das hat ratzfatz muss es gehen, weil am 1. Juni war ja Veröffentlichung und deswegen muss es echt schnell gehen, ja. Hast du dann eigentlich wenig Gelegenheit, die Songs richtig zu lernen, oder? Das musste ja über Nacht passieren fast. Ja, natürlich, man hatte nicht so viel Zeit. Man musste schnell in die Songs reinkommen. Bei mir ist es so, es ist wichtig, dass ich einen Song fühle, egal ob es schnell oder langsam ist. Und dann habe ich mir halt die Nächte das immer reingezogen und das ging dann relativ schnell und es hat im Studio eigentlich super gut funktioniert. Dieter ist auch so einer, mit dem kann man gut zusammenarbeiten und es hat super funktioniert, die Harmonien haben gestimmt und deswegen ging das, es musste schnell gehen, aber es hat super funktioniert dafür. Jetzt bist du eigentlich fast Tag und Nacht unterwegs. Was privat fällt alles weg quasi jetzt? Nee, also natürlich, ich lasse mir auch noch Zeit für meine Familie, das ist ganz wichtig. Aber meine Mama ist zum Beispiel immer dabei, manchmal auch mein Bruder. Und ja, also es macht halt unglaublich viel Spaß. Nebenbei habe ich aber noch die Schule. Also ich versuche so oft wie möglich in die Schule zu gehen, weil das Abi ist für mich eine sehr hohe Priorität. Und deswegen versuche ich einfach beides so ein bisschen zu kombinieren, zu verknüpfen. Geht das wirklich gut? Es war anfangs schwer, weil ich musste direkt, ich bin ja jetzt mitten im Abi und direkt die Klausuren schreiben. Das ist nicht einfach. Man muss wirklich zielstrebig sein und dafür viel arbeiten. Aber da ich schon, ich lebe jetzt noch nicht so lange, aber da ich schon mein halbes Leben immer nur arbeiten wollte, ich habe immer nur gearbeitet und was gemacht, geht das für mich relativ schnell. Also ich komme schnell da rein. Und du kannst du dich auf der Bühne sogar ein bisschen erholen und genießen? Ja, also ich finde, das kann ich. Also weil auf der Bühne ist es einfach so, es macht Spaß. Es ist ja, das ist ja für mich wie eine Wohltat. Das ist irgendwie auch eine Entspannung. Also wenn ich jetzt mich auf der Bühne unwohl fühlen würde, dann wäre das ja eine Qual. Und das ist so schön auf der Bühne, es gefällt mir. Und jedes Mal auf einer Bühne vor vielen Menschen singen zu dürfen, ist einfach ein Traum. Ist das deine Genre, das du jetzt machst oder möchtest du irgendwo anders hin? Natürlich, also ich meine, ich bin jetzt im Schlager-Pop-Bereich gelandet. Ich bin mit einem Pop-Song ins Casting reingegangen und ich bin total offen dafür. Ich meine, in Deutschland haben wir so deutschen Songs Erfolg, also ich wäre offen für alles. Ich bleibe aber jetzt erstmal hier dabei und ich meine, das alles ist ja auch in diese Richtung. Es macht unglaublich viel Spaß, hätte ich niemals gedacht früher. Und vielleicht, wenn ich ein zweites Album rausbringe, auch mal in diese Deutsch-Pop nochmal China reinkommen. Also ich bin offen für alles, aber Deutsch, muss ich sagen, bin ich sehr offen und ich finde das sehr toll, zum Beispiel Sarah Connor. Sie hat Englisch gesungen früher, eine tolle Stimme, aber nicht so viel Erfolg und jetzt mit deutschen Songs sehen wir, wie erfolgreich das ist. Hat sie fast noch mehr Erfolg. Ja, das stimmt. Wie siehst du dich in 2 Jahren? Man weiß ja nie, was zukünftig passiert, aber ich hoffe, dass ich dann mein Abi habe, dass ich dann musikalische Ausbildung machen durfte und dass meine Fanbase natürlich gewachsen ist. Dann drücken wir ganz, ganz fest die Daumen und wünschen alles Gute. Vielen, vielen Dank dafür.